Hi, willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich bin Toni und willkommen bei meinem Kanal Voxel. Wir machen weiter in unserem Bergwerk als Langzeitprojekt. Die Zahl 1000 steht immer noch an oberster Stelle, das heißt 1000 Zyklen wollen wir erreichen und wir arbeiten weiter fleißig an unserer Viehfarm. Ich habe hier auch schon mal angeordnet, dass wir hier einen kleinen Ziegel hinsetzen, damit das Ding erstmal zum Raum wird. Hier müssen wir das wahrscheinlich ähnlich machen und dann werde ich das hier abpumpen. Im Moment ist es auch so, da muss ich mal aufs Krankenbett gucken, dass Melly hier eine Schleimlunge hat. Und ich hoffe, dass alle anderen nach oben gehen. Ich werde das mal im Auge behalten. Also DJ Red Flame ist mit 41% die Nummer 2 am schlechtesten. Und ich will mir mal Melly angucken. Hat immer noch eine Schleimlunge. Und ich werde mal die Betten hier auf Prio 8 machen. Was haben die denn gemacht? Abgeklatscht eben. Ich hoffe, dass Melly da rauskommt und keinen anderen ansteckt. Im Moment in Ordnung. So. Aber die soll doch nicht hier unten sitzen. Das ist doch doof. Warum setzen die sich eigentlich da hin? Haben doch alle hier Standardrechte. So, was ist hier drin? Mehllaus. Das dürfte ich natürlich nicht machen. Da werde ich mal sofort auf die Ernährung schauen, was ich überhaupt essbar gemacht habe. Ein frittierter Pilz. Was ich aber will, sind Frostbrötchen. Moral, okay. 9 bloß. Das ist ja Wahnsinn, wie das immer wieder schwankt. Also machen wir mal rein. Frostbrötchen, Omelette, Beerenmatsch. Machen wir alles aus. Frostbrötchen, Omelette und Beerenmatsch. Was haben wir noch? Gefüllte Beere, Barbecue. Gefüllte Beere, Barbecue, Pfefferbrot bei P. Und die Pillen, aber die sind hier eh nicht drin. So, und das werde ich jetzt... Ah, okay. So, das werde ich jetzt übertragen. Oh nein, habe ich das jetzt... Okay. So, das werde ich übertragen. Das bedeutet, hier unten müsste wahrscheinlich noch mehr an Rationsboxen hin. Die Leute sollen eben, die Duplikanten sollen sich eben nicht hier unten hinsetzen. Das war natürlich schon ein Fehler. Die sollen sich nicht hier hinsetzen. Und ihr Zeug essen, das ist ja Quatsch. Das soll hier nur eingelagert werden. Und das werden wir auch gleich nochmal machen hier. So. Dann werde ich auch das hier unten einstellen nochmal. Werde ich mir die Nahrung nochmal aufrufen und dann durchschalten. Also, Kochzutat kann rein, von mir aus, ist okay. Der Lag kommt daher, dass hier die ganzen Dings jetzt auf sind. Die Overlays ist ein bisschen komisch. Also, frittierter Pilz. Machen wir mal alles raus. Frittierter Pilz. Frostbrötchen, Beerenmatsch. Gefüllte Beere. Barbecue, Pfefferbrot. Barbecue, Pfefferbrot. Und Omelette auch. Jawohl. So, diese Einstellung werden wir übertragen. Ach Quatsch, bin ich doof. Das soll doch genau alles andersrum. Also, nochmal von vorne. Hier soll ja, das soll sich ja ergänzen. Also, frittierter Pilz abschalten. So. Frostbrötchen abschalten. Omelette abschalten. Beerenmatsch. Gefüllte Beere, Barbecue, Barbecue, gefüllte Beere, Pfefferbrot. So. Und jetzt können wir es übertragen. Ja, das soll alles oben rein.
DJ Red Flame, okay. Den werden wir uns mal anschauen. Vitalwerte. DJ Red Flame. Im Übrigen ist es so, dass ich wieder Platz habe in der Kolonie. Wir hatten ja jetzt als letzten den Krillo drin. Und wenn ihr noch nicht in der Kolonie seid und mit rein möchtet, ich werde jetzt hier nochmal durchgehen. Wenn ihr euch jetzt hier nicht seht, dann schreibt doch bitte unter dieses Video. Ich nehme euch mit auf die Liste. Und dann könnt ihr eben Bewohner werden des Bergwerks. Eines der grandiosesten Kolonien im Outer Rim. Okay. Kleiner Scherz am Rande. Also, wen haben wir hier? Wenn ihr euch hier nicht findet, dann Kommentar unter dieses Video, wenn ihr mit in die Kolonie wollt. Gehe ich mal kurz durch. Okay. Also. DJ Red Flame hat noch ein Problem irgendwo. Da muss ich den mal anschauen. Angeschlagen. Okay, gut. Also sofort rauf hier. Melly ist noch drauf, hat noch ein bis zwei Zyklen. Atmosphäre. Gut, hier ist natürlich auch... Was ist denn jetzt hier drin? Chlorgas CO2. Die Frage ist, ob wir das noch wegbekommen. Und ob die Duplikanten hier durchkommen. Was ich nicht mag, ist, dass wir... Oder ich setze das hier alles nochmal weiter nach unten. Das hier nochmal weiter nach unten setzen irgendwo. Das Problem ist, wie kommen die Duplikanten jetzt hier rein? Die müssen irgendwo hier durchgehen, Luft anhalten und durch die Verkeimung auch durchgehen. Und das ist schon ein Problem. Haben die jetzt nichts zu essen mehr hier? Doch, ich hoffe doch. Bärenmatsch ist drin. Und Pfefferbrot. Wieso setzen die sich denn nicht hin? Verstehe ich das nicht? Ach, weil die nicht zugewiesen sind. Okay. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil wir eben auch Platzmangel haben. Tja, da muss ich mir auch noch was überlegen. Ich hatte ja bereits die nächste Idee für hier oben. Das werden wir wahrscheinlich auch machen, dass wir dort unseren nächsten Wohnraum mit platzieren. Jetzt machen wir aber das hier erstmal. Ich werde hier erstmal alles rausballern und Sauerstoff gucke ich mal allgemein. Sieht gut aus. Warum läuft denn das überhaupt noch? Okay, wenn unter 1500 Gramm. Alles klar, hier ist soweit alles in Ordnung. Ich hoffe, hier zirkuliert auch noch einiges. Weil da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, wenn das zu hoch ist. Aber hier sieht es natürlich sehr, sehr gut aus. Achso, für dieses Problem hatte ich natürlich noch ein paar Kommentare. Da werde ich jetzt gleich nochmal reinschauen. Und das Ding hier war nämlich das folgende. Und da gab es zwei Möglichkeiten, die versucht wurden. Und zwar, das erste war, wir hatten gedacht, auch in den Kommentaren, vielen, vielen Dank dafür für die Hilfe. Diese Kreuzung blockiert das, weil der nächste Block an Rohr oder dieses nächste Stück Rohr direkt an das Ventil hier rangeht. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, lege ich das Ventil oder mache das Rohr hier weg, das Stück, und lege das Rohr hier zwei, drei Stücken weiter und mache dann hier die Kreuzung. Das hat aber auch nicht ganz funktioniert, denn da war es jetzt so, genau wie hier, es staut sich irgendwann auf, diese Blasen von Sauerstoff, und die werden dann zu diesen 1000 Gramm Blasen, die ja maximal in ein Rohr reinpassen. Und das hat sich nur verschoben von hier hinten sozusagen auf hier vorne. Und das nächste war dann eben, das hier hinten wieder aufzuteilen. Ist aber auch doof, weil sich das dann immer weiter nach hinten staut. Ich hätte jetzt hier ein nächstes Ventil oder was anderes reinmachen können und sagen können, okay, du 1000 Gramm Blase, teile dich wieder auf 2x 500 Gramm Blasen. Aber dann habe ich eben wieder Stau nach hinten und nicht nach vorne. Ich will, dass es durchgängig läuft und eben sich hier nicht staut und das System registriert,
Gut, hier ist jetzt Stopp, also brauchst du das gar nicht hier pausieren. Ja, das war ein bisschen ein Problem. Was natürlich klug wäre, ist, diesen Kreislauf hier hinten dran zu setzen. Aber ich brauche das auch gar nicht mehr. Das Problem ist einfach nur, dann wird das nächste Bläschen hier hinten reinkommen. Das würde einfach bedeuten, okay, ich mache einfach einen Kreislauf hier hinten wieder zurück und der hat dann eben ein Ventil dran. Ist die Frage, ob wir das brauchen. Bin ich auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Könnte ich aber machen. Denn staut sich das hier ein bisschen auf. Und das werde ich auch gleich mal tun. Das ist eine gar nicht schlechte Idee. Ich hatte noch einen Kommentar, was ich jetzt aber nicht mehr im Kopf hatte. Aber das hier ist einfach umzusetzen, würde ich sagen. So eine Gasleitung. Wieso können wir das hier nicht mehr ranbauen? Machen wir das so einfach. Und dann werden wir das andersrum drehen. Und zwar automatisches Gasventil natürlich ransetzen. So, und den Gasdruck können wir ruhig lassen, das ist in Ordnung. Hier rein, dort raus. Jawohl, das ist auch gleich fertig gebaut. Relativ flott. So, und dann reißen wir das Ding hier ab. Das Gasventil zerlegen. Hier auch die Leitung zerlegen. Die brauchen wir nicht mehr. Und die Automation einfach verbinden daran. Dann sollte das erstmal erledigt sein. So. Das ist okay. Das Gute ist, ja, jetzt seht ihr nämlich das Endergebnis, das wollte ich auch haben. Ich muss viele Bläschen haben, damit sich, weil ich ja so viele Kreuzungen habe. Und ihr seht, wie lange das dauert, bis das irgendwo hier hinten mal ankommt. Ach, das ist ja auch doof, das staut sich jetzt hier vorne. Aber was ist denn das für ein doofes System? Okay, also das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Ah, das ist ja wirklich doof. Jetzt staut sich das hier vorne. Ist egal. Also. Ah, okay. Ich muss das hier noch zubauen. Da habe ich noch einen Block vergessen. Von dort nach dort raus. Ja, das Gute ist, es staut sich hier. Und immer wenn das hier irgendwie unter 1000 Gramm kommen sollte, tatsächlich. Das ist natürlich jetzt Quatsch hier. Machen wir mal, aktiviert wenn unter 1000 Gramm. So, dann wird das Ding automatisch aktiviert. Und das Gute ist, das bildet sich hier ein bisschen Rückstau sozusagen, also als Reserve. Und dann wird es eben auch freigesetzt. Also das ist erstmal okay, die Lösung. Ich werde mir natürlich nochmal die Kommentare anschauen und ergründen, was das hier soll. Weil das ist ja total doof. Und ich werde mal die anderen vergleichen, ob das auch so ist irgendwo. Gut, die Rohre kann ich hier auch weghauen mittlerweile. Die Brücke auch weg. Wird auch zerlegt gleich. Gut so. Ja, DJ Red Flame ist wieder am Aufwärtstrend. 44%, der war schon knapp über 30%. Schauen wir doch mit Immunsysteme an. Melly nur noch ein paar Sekunden. In Ordnung. Was macht der Geschwisterpower hier? Achso, der kann hier oben raus. Okay. Sehr gut. Okay, also nächstes Projekt. Hier unten alles freipumpen. Das werden wir auch machen. Berufe schauen wir uns an. Ja, Codekraft. Könnte klappen. Zumindest in der nächsten Folge. Krillo, Forschungsassistent. Und dann Laufbursche. Das ist unser Standard-Profi-Bergwerk-Ausbildungssatz. Den hier jeder durchlaufen muss. Einmal Forschungsassistent, einmal Laufbursche. Okay, allgemeine Ingenieur, Geschwisterpower. Ab damit. Simon Mehlhorn auch. Ja, ist gut. Famfo, Landwirt. So, und Viehzüchter soll er Deluxe werden. Sehr schön, das brauchen wir auch dringend.
Alles andere sieht gut aus. Okay, also was machen wir? Ich werde hier alles rauspumpen und hier rüber pumpen. Chlorgas auch. Da muss ich gucken, was wir hier oben machen. Die Fütterung, okay, müssen wir uns hier mal anschauen. Wieso ist jetzt hier kein Strom drauf? Ja, was ist jetzt hier los? Energie verfügbar, die Dinger laufen nicht. Was ist das denn? Moment, das ist jetzt etwas verwirrend. Kann das sein, dass hier ein Stau ist? Wieso verarbeiten die das nicht? Das kann höchstens sein. Ah! Ich wollte gerade sagen, irgendwas kann wahrscheinlich nicht abtransportiert werden. Und hier fehlt ein Stück Gasleitung. Das muss schleunigst natürlich gebaut werden. Hier machen wir das genauso. Bringen wir das einfach zurück. Ja, jetzt läuft es auch wieder irgendwie. Bringen wir das einfach hier rein. Hochdruck. Ja, können wir bauen. Machen wir auch mal einfach. Die Pumpe soll hier erstmal alles rauspumpen, was möglich ist. Rohmetall. Entschuldigung, haben wir so wenig Metall nur noch? Hier lege ich erstmal einfach alles raus. Chlorgas muss auch dringend raus. Das ist auch hochgiftig. Ja, hier läuft die ganze Maschinerie wieder. Das war ein Rohr. Und deswegen läuft auch permanent hier. Oh ja, das läuft permanent. Hier müsste ich vielleicht zwei jetzt ransetzen irgendwie. Das mal weghauen. Oh ja, hier ist bald alles voll. Hier ist bald alles voll, aber das ist in Ordnung. Ich kann einfach hier das hinsetzen. Beziehungsweise das hier. Habe ich kein Metall mehr. Da müssen wir hier echt nochmal ein bisschen in die Umgebung gehen und uns Eisenerz und so weiter rausholen. Ja, das Ding ist auch fertig. Hier haben wir nämlich auch Eisenerz. Oh, das läuft sogar nicht schlecht hier. Die Farm nebenbei. Also, ja, schackt wieder alles an. Melly ist raus von der Schleimlunge. DJ Red Flame auch. Das war dem geschuldet, dass wir halt dieses Problem hatten. Die Duplikanten sind alle hier reingegangen und auch hier oben. Und waren eben außerhalb der Basis. So, können wir wieder bauen. Eisenerz in Ordnung. Machen wir das erstmal so. Ja, das wird eine ganze Weile bleiben und wir brauchen dringend oh Gott, das muss ich erstmal gucken, wie ich das hier mache alles. Das Rohr muss hier nach oben erstmal. So bauen wir das und das bauen wir hier ab. Müssen wir natürlich sofort wieder aufwischen, aber das ist dann jetzt eben so. Kriege ich hier nicht anders gestoppt. Ja, und da muss ich tatsächlich irgendwie mal noch was einfallen lassen, dass ich irgendwo hier durchkomme und mir etwas baue. Weil das Ding bräuchte ich hier. Ich glaube, ich werde das irgendwo anders hinsetzen müssen. Eins, zwei. Den Komposthaufen. Der dürfte bei Veredeln sein. Ja, passt sogar hier drunter. Werde ich hier hinbauen. Es ist wahnsinnig viel zu tun. Also das sieht man immer wieder, wie lange das hier dauert. So, das wird gebaut. Das ist in Ordnung.
Ja, wie lange das dauert, bis hier Aufträge durchgehen. Okay, und wir bauen dann jetzt. Den Luftreiniger hier hin. Und werden den mit an diesen Kreislauf anschließen. Was ist jetzt hier los? Also es liegt die ganze... Wo war denn der Sensor hier? Moment, war der Sensor nur hier oben? Hier ist doch hier. Ah, hier ist so viel Chlorgas. Das ist natürlich jetzt auch ein Problem. Das Chlorgas. Wie holen wir das jetzt hier raus? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Vor allem, das ist auch hochgiftig. Das Chlorgas hier rausholen. Das setzt sich hier richtig ab. Hier ist noch eine Mischung, auch Chlorgas. Wie kann ich denn das jetzt säubern hier? Das ist natürlich Chlorgas. So, die Einstellung kopieren wir einfach mal. Ich müsste hier noch eine Pumpe einbauen. Das Ding kann weg irgendwie. Ach, die kommen ja auch gar nicht weiter rüber, oder was? Ach so. Ach, das ist ja auch doof. Das Rohr zerlegen wir mal, den Ziegel. Und dann müsste ich hier noch irgendwo, wenn es geht überhaupt. Da muss ich echt mal gucken, weil das ist hier eine Brücke. Ich kann tatsächlich hier noch was hinbauen. Das Chlor, wenn das irgendwo registriert wird. Die Frage ist, das Chlorgas steigt auch da drüber. Steigt auch da drüber. Muss ich abpumpen? Und dann machen wir einfach hier noch einen Gaselementesensor hin. Passt jetzt hier wieder nicht hin, das ist ja auch ätzend. Das muss ich nach ganz unten machen. Chlorgas, hier ist CO2. Machen wir mal die Rutschstange hier weg. Und Automation hin. Ja, dann werden wir das Ding direkt bedienen hier. Es dürfte nur noch jemand kommen, um hier das abzubauen. Jawohl, danke. So, dann werden wir das auch direkt verbinden. Automatisierungskabel direkt laufen. Und dann muss das hier als Abgas irgendwo hin. Das Chlorgas muss raus. Von mir aus können wir das hier unten erstmal hinballern. Es ist erstmal zweitrangig. Gut, da kommen wir gar nicht hin. Können wir so machen. So, und dann werde ich jetzt hier... Strom muss noch ran, das ist okay. Will ich einfach hier das Rohr hinknallen. Gasabzug, eine Gasbrücke. Strom. 4,4. Oh, das ist schon... Mein Maximal ist immer nicht allzu viel drauf. Ist jetzt bei 1100, also alles in Ordnung. Solange das nicht berstet, ist es erstmal noch okay. Okay, das sieht schon besser aus hier. Ja, das sieht schon besser aus. Ich werde auch hier Sauerstoff reinpumpen müssen. Ja, hier unten läuft es sehr gut. Ich werde hier was abzweigen und das hier mit reinnehmen. Ich denke mal, 1000 Gramm werde ich ein Ventil irgendwo reinsetzen. Sauerstoff kommt direkt hier mit raus. G-
Gasleitung. Mache ich erstmal nach hier unten? So, und dann legen wir ein Ventil. Dort rein, dort raus. Wenn wir eben hier... sagen wir auch mal weniger als 1000 Gramm haben. Muss ich mal gucken. Atmosensor. Könnte man ruhig so lassen erstmal. Okay, Lüftung. Gasleitung weiterbauen. Dort raus. Strom. Ja. Okay, das sieht alles gut aus. Das sieht gut aus. Ist alles dran. 1 Million Kalorien, das ist echt krass. So, das können wir gleich zerlegen. Und das bleibt. Ich hoffe nur, dass das hier kein Problem ist, weil das oft früher immer problematisch war, wenn direkt über einem, ja, alles, was sich so aus Gas löst oder auch Ventile, wenn es direkt anschließt an einem Betonziegel, an einem Fundament, dass das irgendwie dann Probleme gibt. So, jetzt will ich aber mal gucken. Ah, wir sind bei 91% Kotkraft. Also, in der nächsten Folge klappt es auf jeden Fall. Wir haben ja noch eine ganze Menge zu tun. Das Ding will ich gleich anschließen. Und davon aber mehr in der nächsten Folge. Also, ich würde mir gerne einen Kommentar von euch wünschen, wie es aussieht hier oben, wie ihr die Lösung vorerst findet mit dem Ding hier. Es ist gleich angestaut, ist trotzdem dran bei 1000 Gramm. Funktioniert erstmal. Stau bildet sich hier trotzdem, was ein bisschen doof ist. Keine Ahnung, wie man das umgehen kann hier. Wie man das hier umgehen kann. Weil irgendwo fängt ja eine Kreuzung immer an. Okay, das war's zumindest von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.